Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's. Wir fliegen jetzt mit unserem Agi los Richtung Pflanzenfresserinsel in der Hoffnung, dass wir da einen für uns vom Level passenden Ankylosaurus finden. Denn es wird langsam wirklich Zeit, dass wir die nächsten Farm-Dinos uns holen. Wir brauchen jetzt unbedingt den Anki, unbedingt einen Dödi und auch unbedingt einen Frosch. Denn wir brauchen jetzt demnächst viel Metall, viel Stein und eben auch viel Zement. Können wir gleich mal gucken, ob hier vielleicht sogar noch ein paar Biberdämme sind. Da ist ja auch oft mal Zement drin. Ich meine, wir können zwar auch Zementpaste herstellen, aber das dauert ganz schön lange und kostet unglaublich viel. Stein braucht man dafür, glaube ich, und auch Chitin haben wir auch nicht wirklich viel. Deswegen einfach am besten Frosch holen. Das heißt Ankylo, Dödi und Frosch weit oben auf der Liste. Und wir müssen auch mal gucken, dass wir uns... Oh, was haben wir dort? Ein Alpha-Raptor? Dass wir uns eine Pelzrüstung komplett aufbauen. Denn wir müssen auch bald ins Schneegebiet rein. Wir brauchen auch Perlen und Öl. Gibt es beides im Schneebiom. Bis jetzt haben wir nur den Brustpanzer. Das heißt, wir brauchen auch noch mal so oder so ein paar Biberdämme, damit wir auch noch an ein paar Biber rankommen für ein bisschen Pelz. So, ihr Lieben, wir fliegen jetzt hier mal die Flüsse ab. Kommen wir auch zur Pflanzenfresserinsel. Können wir auf dem Weg gleich noch ein bisschen leveln. Wenn hier mal irgendwas rumläuft, vernünftig. Am besten wären schön ein paar Rexe oder ein paar Alpha-Raptoren oder auch ein Alpha-Kano. Was haben wir da? Was ist das? Nächstes muss ein Iguanodon. Okay, lass mal sein. Und dann können wir auch gleich mal sowieso gucken, ob hier vielleicht irgendwo noch ein schöner Spino rumläuft für später. Oder vielleicht auch nochmal ein Rex, der passend wäre. Den wir uns merken können. Aber bis jetzt sieht es nicht nach viel aus, was hier rum ist. Aber da unten haben wir nochmal einen Kano, den schnappen wir uns. Ein bisschen habe ich ihn auch schon gelevelt, sodass wir zumindest mal etwas länger schon in der Luft bleiben können. Und auch schon etwas mehr tragen können. Gerade wenn wir den Anki finden. Dann können wir nämlich auch gleich schon mal von der Pflanzenfresserinsel ordentlich Metall mitnehmen. Welches Level hatten der? Der hält ganz schön was aus. Level 92. Okay, das ist schon ordentlich. Das dürfte eigentlich für uns auch dann schon für ein Level abreichen. Sehr schön. Fleisch haben wir geholt. Super. Hier waren wir auch noch gar nicht unterwegs, ne? Hier so die Flüsse hoch, richtig weit rein. Aber es ist auch eine gefährliche Ecke. Was haben wir da vorne? Ist das ein Alpha-Rex, Leute? Oh, super. Oh, super. Was sagten die Ausdauer? Komm, wir tanken noch einmal voll. Der gibt ordentlich Level. Aus dem Kanten können die auch Ausrüstung fallen lassen. Wir haben auch eine blaue Axt mittlerweile. Habe ich gar nicht mitgekriegt gehabt. Die muss von irgendeinem Alpha-Tier auch rausgefallen sein. Wir haben uns ja schon ein paar Alphas geholt mit dem Teri. Die lag im Schrank. Die muss ich irgendwann irgendwie in den Schrank geräumt haben, ohne es zu merken. So, Leute, den holen wir uns. Den holen wir uns sowas von Level 28. Das ist ein Riesenvieh. So viel dazu, wir fliegen zur Pflanzenfresserinsel und zähmen uns erstmal einen Anki. Aber ne, leveln müssen wir den hier auch. Und ein paar Level auf Geschwindigkeit habe ich ihm tatsächlich gegeben. Für die Nachzucht dann. Dann haben die Nachgezüchteten von vornherein trotzdem schon einen kleinen Geschwindigkeitsbonus. So, dass wir über dem Rücken stehen bleiben. Da kann man bei den Rexen, wenn man Glück hat, bleiben die so stehen, dass sie nicht richtig an einen rankommen. Aber der nicht. Obwohl, jetzt doch, jetzt hängt er irgendwie fest. Und irgendwas ist ja hängen geblieben. Na, der hält natürlich richtig viel aus, ne, so ein Alpha-Rex. Selbst wenn er nur Level 28 ist, guck ich das mal an. Au! Und nicht unbedingt ins Maul fliegen. Schön über dem Rücken hängen bleiben. Natürlich auch ein bisschen gemein, ne, er kann sich hier gar nicht richtig bewegen. Der wird uns ordentlich ein paar Level bringen. Und vielleicht auch nochmal eine schöne Ausrüstung. Komm. Au! Guck mal, der... Machen wir überhaupt Schaden? Habe ich das Gefühl jetzt hier bei dem hier? Guck mal, der fängt nicht mal an zu bluten. Oder man sieht sich richtig, weil er eh schon so rot ist. Unser erster Alpha-Rex, Leute. Den wir überhaupt sehen hier. Ja, ich habe
das Gefühl, wir machen gar keinen Schaden an dem, Leute. Sagten die Ausdauer. Ausdauer ist noch gut. Ich lasse zwar gleich plötzlich auf dem Boden sitzen. Au! Ich glaube, jetzt kann man langsam die ersten Kratzer an dem sehen. Ich glaube, unser Agi ist nicht stark genug für den, Leute. Ja, ich glaube, ganz bisschen verletzt haben wir ihn jetzt schon. Bleib mal so stehen, Rexy. Ach, schade. Doch, man sieht, glaube ich, jetzt die ersten Kratzer. Ist schwer zu sehen an dem Alpha. Rex, bleibst du hier? Boah, der muss... Wenn wir da nicht 10 Level oder so kriegen für den... Ja, doch, er blutet. Man sieht's, er blutet. Au. Ich glaube, er beißt uns auch, ne? Er trifft uns. Jetzt wieder nicht mehr. Wir müssen die Ausdauer im Auge behalten. Ja, man sieht es auch im Rücken jetzt oben. Der blutet. Oh, 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 was für ein Kampf. Oh, Leute, dann kommt gleich irgendwas angewackelt, was der fressen kann. Dann heilt er sich ja wieder hoch. Jetzt blutet er schon ordentlich. Der haut jetzt schon ab. Der darf auf keinen Fall irgendwas. Er frisst den Para. Nein, er frisst den Para. Lauf, Para. Oh nein, er hat es nicht geschafft. Ist das ein hartnäckiges Vieh? Ja, er blutet aber immer noch ziemlich stark. Leute, wir müssen gleich mal zwischenlanden für unsere Ausdauer hier. Doch, wir haben den aber jetzt schon gut verletzt, Leute. Den haben wir schon gut dran gekriegt. Lande mal ganz kurz. Der hat so einen Wendekreis, bis der hier ist. Weil er auch noch überall hängen bleibt. Ja, Tank auf. Kommt da von der Seite rum. Oh, und weg sind wir. Oh, du hast hoffentlich auch... Der hat eine hellblaue Spitzhacke, hat der dabei. Sehe ich doch. Au! Sehe ich doch von hier. Der hat eine hellblaue Spitzhacke dabei und... Was hat der noch dabei? Auf jeden Fall schon mal eine hellblaue Spitzhacke hat der dabei. Und eine hellblaue Flinte hat er auch dabei. Sehe ich doch genau von hier, dass er die dabei hat. Bleibst du jetzt hier? Kannst du dich mal irgendwo vielleicht verkanten? Das wäre cool. Oh, was für ein Kampf, Leute. Flieg weg, Petri, sonst wirst du gefressen dort, wenn du am Strand bist. Der braucht nur einmal zubeißen, bist du weg. Flieg, Petri, flieg! Leute! Ich würde sagen, wir geben auf jeden Fall unserem Argentavis auf ein paar Level auf Schaden noch. Der ist nur Level 28 hier. Okay, der sieht jetzt aber schon ziemlich, ziemlich blutig aus, ne? Wir sehen uns dann in der übernächsten Folge, wenn er dann besiegt ist. Hält er was aus? Wie viel Leben hat der? 100.000? Schon hier so ein Alpha Rex Level 28? Oder machen wir nur 30 Schaden hier? Ja, bleib genau so. Jetzt bleib mal so verkeilt. Nein, 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 nein. Ah, rennt da wieder los. Leute, jetzt finde ich, sieht er wieder gar nicht mehr so blutig aus. Oder? Ja, doch, hinten sieht man es. Im Körper sieht man es ein bisschen schlechter. Jetzt oben auch am Hals. Oh, wir geben nicht auf jetzt. Wir haben den schon so weit runter. Da liegt er. Da kommen gleich die ollen Ameisen. Ihr fresst den jetzt nicht auf. Ich glaube, ich spinne. Ha! Ein Alpha-Rex, Leute. 13 Level. Was hat er gehabt? Eine grüne Spitzhacke immerhin.
Den Schädel packen wir gleich rüber, den Zahn auch. Ja, für einen Reserven hier, gut, Bogen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das kann eigentlich raus, das kann raus. Ja komm, der Bogen kann auch raus, das raus, das raus. Pfeile können raus, wir haben jetzt schon wieder 100 Stück hier. Das raus, ja, die ganzen Berries können eigentlich alle raus, das Gammelfleisch auch. So, Meju Berries haben wir noch dabei. Lebensenergie und dann Nahkampfschaden, ne? Und vielleicht ruhig auch mal Gewicht hier. Ausdauer ruhig auch. Und nochmal ruhig einen auf, wie gesagt, fürs Züchten dann. Dass wir gleich die nächste Generation schon mal grundsätzlich schneller haben. Und da können wir dann auch wieder ein bisschen was drauf geben. Und dann die zweite Generation ist dann nochmal schneller. So. Ja, Nahkampfschaden. Komm, Nahkampfschaden. Haben wir auch, wir haben auch ein Level gekriegt, ne, oder? Ja, wir haben auch nochmal eins gekriegt. Was machen wir? Wir geben uns nochmal Gewicht. Man schleppt ja irgendwann doch schon ziemlich viel Ausrüstung mit rum. Alles klar, das hat sich super gelohnt, die Flüsse abzufliegen. Allein für diesen einen Alpharex. Hat zwar gedauert, aber das hat sich gelohnt. Schön ist das hier auch wieder, ne? Aber auch eine super gefährliche Flusskreuzung. Da hoch müssten wir jetzt eigentlich langsam Richtung Pflanzenfresserinsel dann auch kommen. Schade, dass hier kein einziger Spino bis jetzt unterwegs war. Lass uns doch mal ein Stück hier hochgucken. Einfach nur so aus Neugier. Ist da hinten einer? Nee. Ein schöner Spino wäre auch eine Sache. Natürlich hier gefährlich in der Ecke. Müssen wir auf jeden Fall auch mit dem Zehenkäfig hier dann machen, dass der. Oder unten nochmal ein Bronto-Ei. Das könnten wir klauen. Wir sind genau am grünen Arc jetzt hier. Ja, oder der Alpharex ist hier vorher langgekommen und hat die Spinos schon gefressen. Da unten rennt ein Para, vor was auch immer er wegrennt. Okay, fliegen wir in die Richtung hoch erstmal. Oh, prügelt sich ein Kalikotherium mit einem Baryonyx. Was haben wir da für ein Baryonyx? Nur ein Level 8, okay. Brauchen wir auch noch unbedingt. Baryonyx ist auch so ein cooler Dino. Fliegen wir hier nochmal ein Stück hoch. Hier flitzen ja auch manchmal noch Alpha-Raptoren rum. Spinos weiß ich gar nicht. Hier oben an der Ecke auf jeden Fall gerne mal, aber da war jetzt ja keiner. War dafür ein Alpha-Rex. Wow. Zieht aber mal der Nebel rein jetzt hier. Sehr stimmig. Was haben wir da unten? Ist das ein Alpha? Das ist ein Alpha, Leute. Ein großer Weißer. Oh, der ist schön, ne? Greifen wir trotzdem an. Was sagt die Ausdauer? Ist gut. Ah. Oh, Level 76 Alpha-Raptor. Und lauter schwimmende Trikes irgendwie. Komm mal hinter uns her. Haben wir jetzt schon die Aggro von dem gezogen? Ja, ne? Ne, der will sich da mit den Trikes weiter prügeln. Eieieiei, das ist aber ungünstig. Ich glaube, der Alpha-Raptor wird jetzt zermatscht von den ganzen Trikes. Ich glaube, die schafft er nicht. Der Baryonyx ist auch noch dabei. Da kommt noch ein Baryonyx rüber. Ne, ist ein Parasaurer, alles klar. Ich glaube, haben die den schon oder gegen was kämpfen die da jetzt? Ne, der lebt noch. Gut, ist auch ein Level 76, ne? Jetzt haben wir ihn angelockt, hoffe ich doch. Ja, er ist immer noch bei uns. Würde ich ins Wasser fliegen jetzt, sonst steigen wir ab. Das wäre ungünstig, dann wären wir direkt gefressen von dem Vieh. Ja, er kommt, alles klar. Die können wir auch am Boden riskieren. Vor allem, wenn wir ihn immer zurückschubsen so ein bisschen, kommt da gar nicht ran. Oh, ein Klauvogel, haust du ab, Klauvogel. Jetzt will der Raptor sich verzwiebeln. Bleibst du hier? Warum haut denn der jetzt ab vor uns? Seit wann haut ein Alpha ab? Alphas hauen noch nicht ab. Das Ding ist, hier rennen ja auch noch die Baryonyx rum, ne? Jetzt kommt er wieder. Natürlich rennt genau der Oviraptor dazwischen. Ah, der fängt schon schneller an zu bluten. Den schaffen wir auf jeden Fall. Para aus dem Weg. Jetzt haut er sich den rein. Kommt auch noch ein Tiri. Oh, da ist eine Explorer-Note. Jetzt haut er wieder ab.
Wie mit dem Rex letztes Mal, der immer wieder abgehauen ist. Aber den lassen wir nicht abhauen. Nein, da steigt das Vieh ab. Oh mein Gott. Der Baryonyx war's. Steig auf. Steig auf. Kann ich aufsteigen? Doch. Oh Gott. Oh. Oh. Moment der Panik. Kurzer Rückzug. Oh, der Baryonyx hat uns echt erwischt. Mit seinem... Der hat aus dem Wasser seinen Betäubungsschlag gemacht. Wir waren zu nah bei der Wasseroberfläche. Dann mount deinen ab. Oh, oh, wir mounten gleich wieder ab, wenn der Raptor uns ins Wasser schubst. Oh, Herzrasen. Hoch 10. Oh, das sind mal die richtigen schönen Panikmomente. Wenn du von deinem Dino abgemountet wirst. Aber wir haben ihn. Ach, gibt auch schön viel Prime Meat. Oh, eine blaue Armbrust. 140 Schaden. Nochmal besser als unsere. Super gut. Eid? Ja. Du sollst. Entfernen. Munition. Sehr schön. Geht auch. Die rein. Die als Reserve. Nochmal eine blaue Axt. Auf jeden Fall aufheben. Rest schmeiß mal raus. Ja. Oh, das war. Wir sind zu nah im Wasser gewesen. Oh. Richtig, richtig zittrig. Kurzer Moment der Panik. Herrlich. Okay. Wir wollten anders lang. Wir wollten da lang. Schon Verlust der Orientierung. Mann, oh Mann, oh Mann. Zeit für eine friedliche Runde auf der Pflanzenfresserinsel. Da will uns nichts fressen. Da taucht so auf im Nebel. Die Wettereffekte sind auch echt gut. Es regnet nur leider zu selten, aber der Regen ist auch schön. Aber bis jetzt hatten wir nur selten welchen. Auch der Sound ist super, wenn es regnet. Und zum Hintergrund so ein bisschen grummelt der Donner dann immer. Ist schon super gemacht. Machst du mal da einen grünen Loot Drop? Nee, lassen wir. Lassen wir. Oh, das hat sich super gelohnt jetzt schon. Nochmal eine Reserve. Zweite blaue Axt. Eine blaue Armbrust. Super viel Prime Meat. Super viele Level. Könnt euch nochmal verteilen. Da rennt schon einer. Da rennt nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Wo willst du denn hin? Was machst du noch dieser kleinen... Oh, Leute, Level 88, ne? Ist das gut? Ist das gut? Das ist fast unverschämt. Ich habe drüben die Explorer-Note vergessen, ne? Bis jetzt haben wir echt... So viel Glück hatte ich in Ark noch nie. Normalerweise suchst du dich... dumm und dämlich nach Dinos. Also nach einem passenden Level. Und dann läuft uns... Und uns läuft hier ein Level 92 Rex am Fluss entgegen. Dann den ersten Agi, den wir fast sehen. War nicht ganz der erste, glaube ich, aber der erste, den wir aber so, ne? Ist ein Level 116, auch noch super schön. Und jetzt kommen wir hier und da steht ein Latschen Level 88 an Kylo. Das Problem ist, wenn wir den versuchen hier zu betäuben, rennt der sicher ins Wasser. Wir müssen den... Moment. Kann ich den... Wir müssen den auch... Wir können auch die wilden Dinos... Oh, haben sie da was gemacht? Kann man keine wilden Dinos mehr greifen? Doch, man kann doch wilde Dinos greifen, Leute. Weil hier können wir den nicht zähmen. Der rennt uns ins Wasser. Safe. Der erst greift er an, aber wenn er auf der Flucht ist, weiß er auf diesem kleinen Stück ja nicht wohin. Der rennt ins Wasser und säuft uns nachher ab. Oder wird von einem Hai gefressen. Aber gut, die sind so langsam, wir könnten ihn einfach einbauen, während er hier ist. Jetzt haben wir natürlich genau, sind wir natürlich genau auf dem Stein gelandet, auf dem wir abbauen könnten. Komm mal her hier, wir bauen ihn einfach ein, Leute. Ja, das ist ein guter Plan. Wir bauen den einfach, wir haben noch die blaue Axt, wir kriegen noch super viel Stein raus. Feuerstein brauchen wir zum Bauen ja nicht so viel, wir brauchen Stein. Holz haben wir hier auch ein bisschen. Oh, 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 oh. Nicht aus Versehen auf den Dings draufhauen jetzt schon. Dann wird's ungemütlich. So. Ne? Wir bauen den einfach ein. Das habe ich früher auch immer mit Mammuts gemacht. Von dem Argentavis aus. Bin über den Mammut geflogen und habe dem nach und nach einfach immer Tore vor die Nase gesetzt. Und dann war einfach mit vier großen Toren eingebaut. Achso, der ist schon weg, der Baum. So. Na, Anki? Du willst auch mitkommen. Vielleicht muss man das auch nochmal extra in den Optionen einstellen.
dass man auch wilde Tiere tragen kann, weil man konnte eigentlich immer die wilden Tiere aufheben. Die haben dann halt, je nachdem, ne, der Raptor oder die Wölfe oder so, die haben dann halt in die Füße gebissen vom Agier. Und man konnte die dann so trotzdem tragen. Und direkt so einen Zehnkäfig schmeißen. Ich guck mal in Optionen, ob ich das vielleicht vergessen habe anzumachen. Weil das habe ich immer sonst an, ganz klar, wenn man das anschalten muss. Gucke ich mal nach. So, lieber Anki, ich will dich einbauen. Wir brauchen auf jeden Fall so ein paar... Wenigstens drei Steinfundamente. Und ja, eigentlich brauchen wir sogar vier, ne? Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Stein. Dann hoffe ich, dass es einigermaßen, dass er jetzt einigermaßen irgendwie hier auf dem flachen Stück rumläuft, noch ein bisschen. So. Noch eins davon. Und drei Wände haben wir bis jetzt. Fehlt uns noch eine Wand. Was fehlt uns noch für eine Wand? Stroh. Kein Problem. Einen Baum haben wir hier auf jeden Fall noch. Oh, 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 oh. Nicht ins Wasser. Alles klar. Noch eine Wand. Da ist er. So. Ja, ist schwieriger als gedacht. Das Gemüse muss hier auch mal aus dem Weg, man sieht gar nichts. Oder... Wir machen das noch anders. Wir machen das mit einem Käfig. Wir locken den aber rein. Am Anfang läuft er gar nicht weg. Zuerst greift er uns ja an. Wir machen das anders. Wir bauen so ein kleines Ding mit Rampe dran. Und dann lassen wir ihn über die Rampe da reinlaufen, weil er kommt uns ja hinterher. Da kommt auch die Rampe rauf. So. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Eins hier. Eins da. Ein daran. Einen hier oben rüber. So, dann machen wir drei Fenster, hätten eigentlich auch gereicht. So, da fällt der rein. Jetzt eine Rampe hier dran. Können wir noch eine Rampe bauen? Steinschräge. Ja. Sehr schön. Ich hoffe, der fällt rein, den jetzt zu groß ist und einfach oben drüber läuft, aber der müsste reinfallen. Warum geht die hier nicht ran? Zählt wieder nicht als Fundament. Das zählt nur für Zäune als Fundament, ne? Unser Zaunfundament. Dann eben Steinpfeiler nochmal kurz. Zack, in die eine Ecke rein. Das müsste doch als Fundament gelten. Ja. So. Unser Agi muss an der Seite. Der ist auf passiv. Der steht also einfach hier. So. Am besten natürlich, wenn er jetzt gerade irgendwo hier hinkommen würde. Das ist super. Oh, das könnte schief... Oh, das könnte schief gehen. Das ist zu klein, Leute. Der greift das schon an. Also auf die Entfernung wird es kritisch. Warte mal, außen müssen wir hier eine Tür reinmachen. Der passt doch nicht durch die Tür. Wir müssen aber durch die Tür rauskommen. So. Schade, jetzt war er gerade in einer guten Position. Eigentlich ist ein Anki-Zähm viel einfacher. Du musst gar nichts bauen, aber ich habe Angst. Also das ist sicher, dass der hier ins Wasser rennt. Das ist nicht nur... Der wird sicher auf der Flucht ins Wasser rennen. Das ist das Problem hier. Und dass wir ihn jetzt gerade irgendwie mit dem Argentavis nicht greifen können, ist das zweite Problem. Das heißt, wir müssen das so machen. Normalerweise ist das viel einfacher. Einfach drauf schießen, der ist so langsam, kann man immer weglaufen. Irgendwann läuft der... Anki weg. Oder wir schießen einmal drauf und locken ihn erstmal nach da und dann rennen wir an dem Bogen hier rum. Aber ich glaube, er geht schon von alleine nochmal nach da. Ja, geh schön nach da. Schön machst du das. Und der muss einigermaßen so, dass er hier auch gerade raufläuft. Das ist... Oh, 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 shit. Ich bin reingefallen.
Er ist trotzdem oben drauf. Er ist reingefallen. Nein, er ist nicht reingefallen. Oh, wie ungeschickt. Er fällt da, er kommt da wieder raus. Der glitscht da wieder raus. Ich habe auch noch mit der richtigen Munition auf ihn geschossen. Komm noch mal hier rauf. Ja. Komm da rauf. Nee, er will andersrum. Das ist zu schmal für den dicken Anki. Jetzt rennt er schon weg. Aber, oder? Nee, er rennt nicht weg. Ist er noch sauer? Nee, er hat schon vergessen. Was für ein friedliches Tier. So, ich wollte auch gar nicht. Ich wollte eigentlich mit einem Betäubungsfall auf dich schießen. Jetzt komm doch mal hier rauf. Nee, das haut so nicht hin. Unser kleine Zehenrampe ist zu klein. Oh, 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 oh. Wupp. Ja, oder wir betäuben ihn halt nur ein bisschen, bis er anfängt. Ja, es ist hier auch vom Gelände einfach alles Mist. Bis er anfängt, rüber zu schwimmen und hören dann auf. Dann könnte er es schaffen, rüber zu schwimmen. Hoffen wir einfach, dass kein Hai im Wasser ist. Oh, hoffentlich säuft er jetzt nicht ab, Leute. Weil die schwimmen ja nicht so schnell. Wenn das bis da schafft, ist alles soweit okay. Okay, alles super. Lass diese kleine Zähmkatastrophe hier stehen. Ja, jetzt ein Feld länger, dann wäre er reingefallen, ne? Ein Feld größer hätte unser Ziel. Wo willst du denn hin? Es geht hier an Land. Wir schießen lieber nochmal. Wo ist er denn hin? Ist er da draußen? Ich glaube, er will aber trotzdem so rum zurück an Land jetzt. Er soll da drüben weiterlaufen und nicht wieder hierher kommen. Jetzt rennt er zu uns. Jetzt ist er wieder im Kampfmodus. Der ersäuft uns, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Spannung jetzt hier bei dem ist, ob er uns ersäuft oder nicht. Normalerweise ist ein Ankylozem überhaupt nicht mit Spannung verbunden. Der hat schon viel Torpor jetzt drauf. Jetzt geht er ins Wasser. Uff. Ich dachte schon, er säuft ab. Nee, unser Spiel säuft ab. Oh, wir haben mega Lag. Aber es geht weiter, es geht weiter. Alles klar. Na, noch nicht ganz. Muss ich noch erst einlenken. Ich hoffe, es stürzt nicht ab, Leute. Es hat schon seit wir jetzt angefangen haben mit der Staffel, habe ich nicht einen Absturz oder irgendwas gehabt. Nee, es klappt auch. Alles klar. Komm, jetzt lauf an Land da drüben. Warum gehst du nicht geradeaus weiter an den Sandstrand? Was macht der da immer? Was stimmt nicht mit diesen? Jetzt will er aufs offene Meer raus. Du bist kein Wassertier. Geh doch an Land. Jetzt kommt er wieder rüber. Was macht er jetzt? Er weiß es selber. Ich glaube, er hat gerade ins Wasser gekackt. Oh Mann. Was ist mit dir nicht richtig, Dino? Warum gehst du nicht einfach drüben an Land? Oder hier hoch, die Rampe hoch. Nee, da ist er. Oh, hat er sich jetzt verkeilt, bitte? Nein, Mist. Er will nochmal angreifen. Wie, geht er jetzt auf unseren Vogel los? Nee, ich wollte sagen, das macht er normalerweise nicht. Weißt du was, wir gehen rüber. Und schießen von hier. Ich hoffe, er kommt dann jetzt hierher gelatscht. Hier hat er zumindest ein bisschen mehr Platz. Bevor er sich ersäuft. So, unserem Agi kann nichts passieren. Oh, guck mal hier. Kleine Stiegus. Da ist er schon. So, jetzt komm hierher. Du hast schon viel mehr Darts verbraucht, als du verbrauchen solltest. Ja, komm schön hier auf den Sandstrand. Da liegt er, Leute. Da liegt er endlich. Ja! Super. Unser Level 88 Ankylo. Anki. Ihr wisst Bescheid.
Er liegt, ohne sich ersäuft zu haben. Gib die her. Hier ist Gammelfleisch. Ach, schmeiß Gammelfleisch raus, ist egal. So. Nehmen wir mit. Lass mal hier. So. Sehr schön. Lass ihn ja in Ruhe da. Neugieriger. Hier hast du Mejo Berries. Lass dir schmecken. Ich habe keine Narcos mitgenommen jetzt, ne? Weil eigentlich ist der so schnell auch ein hochleveliger. Ne, habe ich auch nicht. So schnell gezähmt, dass es. Uah! Nochmal so ein Mega-Lag hier. Nicht, dass Sache, dass sie verkeilen, weil die Dinos sich hier irgendwie verkeilen. Keine Ahnung. Okay, der pooft. Plus 43 Level. Oh, super. Den müssen wir auch nur auf Gewicht leveln. Der braucht sonst gar nichts, weil den tragen wir eh mit dem Agi durch die Gegend. Und farmen dann so Metall. Das heißt... Ja, der kann voll auf Gewicht ruhig gehen. Den Rest brauchen wir nicht. Der können wir schön auf Gewicht. Da kann er super, super viel Metall tragen. Der Agier kann auch super... Oh, guck mal, was wir noch für Level haben von dem Alpha. Nochmal Ausdauer. Nochmal Gewicht. Und noch zweimal Nahkampfschaden. So. Wir können die ja von da oben im Auge behalten. Weil hier auf der Pflanzenfresserinsel gibt es auch ordentlich Metallvorkommen. Und der Agi kann bestimmt, was weiß ich, 600 Metall tragen, würde ich jetzt schon mal so grob vermuten. Nicht. Da ist noch eine Explorer-Note. Die holen wir uns auch gleich noch. Obwohl eigentlich, wenn wir die geholt haben, müssen wir danach auch gleich kämpfen gehen, damit wir den XP-Boost auch vernünftig nutzen. Vielleicht warten wir noch. Wir wissen ja, dass sie hier ist. Weil wir müssen den Anki ja erst nach Hause bringen. Können wir auf dem Weg nicht vernünftig kämpfen. So. Oh. Felsen ist schon halb ausgehöhlt. Zack. Wie die hier rumstapfen. Nee, Moment. Nicht die Explorer noch auszusehen reinlaufen. So. Da, hier gibt es ordentlich Metall. Das ist auch schon mal gut. Obsidian brauchen wir auch. Wieso müssen wir auch unbedingt ins Schneebiom kommen? Da haben wir alles. Obsidian, Öl und Perlen. Und wir brauchen einen Frosch. Die können wir eigentlich als nächstes holen. Da muss ich nur gucken, dass wir auf jeden Fall Tiere greifen können wieder. Weil den Frosch will ich aus dem Sumpf rausgreifen. Oh, wir sind überladen. Wie ungünstig. Wir kommen nicht an unseren Vogel ran, ne? Na, dann schmeißt das kurz dahin. Oh. Jetzt kommen wir an den Vogel ran. So, der kann das locker tragen. Für den wiegt das gar nichts. Die Steine macht er, glaube ich, auch leichter. Ja, macht er auch. Hallo. Ich auch so in den Bronto auf den Fußnagel hauen. Mag er nicht gern. Parfiomias. So, den nehmen wir auch noch mit hier. Hallo, kannst du mal irgendwo landen? Dankeschön. So, zack. Hat sich super schon gelohnt, Leute. Einmal die Flüsse abzufliegen mit dem Alpha-Rex und dem Alpha-Raptor. Das gab ordentlich Level. Und jetzt hier schön Level 88 an Kilo und nochmal gleich einen ganzen Schwung Metall mitnehmen. Da unten ist noch ein Metallfelsen. Die sind nicht ganz so ergiebig wie die bei uns am Berg, aber es kommt immer noch was raus. Passt. Ja, guck mal, wie langsam der nur wach wird. Und wie viel der schon gefressen hat. Das heißt, den brauchen wir auch nicht nachbetäuben. Das passt so. Okay. Hau drauf. Und passieren kann ihm ja hier auf der Pflanzenfresserinsel auch nichts. Das heißt, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir uns jetzt hier von dem wegbewegen. Ne? Kommen wir mal ran an den Vogel. Ja, rein damit. Guck mal, 775 Rohmetall. Mal eben so in der Tasche.
Und ich glaube, mehr sollten wir jetzt erstmal nicht einpacken, weil wir müssen ja den Anki noch tragen. Ich weiß gar nicht, wer das Metall... Ich glaube, der Anki hat noch eine größere Gewichtsreduktion auf Metall. Das heißt, wenn wir dem das Metall dann reinschmeißen und ihn dann mit dem Vogel tragen, wird es nochmal leichter. Sehr, sehr schön. Da die zwei unterschiedlichen alten Stego-Babys und hier nochmal zwei Fiomia-Babys. So gut. Hier auf der Insel ist es auch friedlich genug. Kein Wunder, dass hier so viele Baby-Dinos rumflitzen. Oh! Dich nehmen wir auch mit. Haben gerade noch über Perlen und Öl gesprochen. Ich glaube, mit der Spitzhacke hätten wir mehr, weiß ich gar nicht, mehr Perlen gekriegt. Egal. Bisschen Öl, Perlen und auf jeden Fall nochmal Chitin. So, eigentlich wollte ich nochmal die Stego-Babys angucken. Drei Stück sogar. Alle unterschiedlich groß. Wie gut. Und wo sind die Fiomias hin? Hier, da rennt eins. Da rennen sie zu zwei. Wie gut auch die rumlaufen. So super. Ja, so einen brauchen wir eigentlich auch mal, ein Fiomia. Für die Düngerproduktion dann irgendwann. Aber wir brauchen auch, wir brauchen so viel. Wir brauchen sowieso noch alles. Und noch können wir mit dem Fiomia gar nicht so super viel ab. Wir haben endlich mal einen Dungbeetle bis jetzt. Guck mal. Schon bei 38%. Und das finde ich super, dass wir schon mal die Trophäe haben von dem Alpha. Schöne Ausrüstung. Super Runde bis jetzt. Super Runde bis jetzt. Ja, und guck mal, ne? Das kleine Stück, was der bis jetzt aufgewacht ist, ist schon bei 38% gezähmt. Okay. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, wenn ich auf die Uhr gucke, wir kommen hier zum Ende dieser Folge, weil bei dieser Zähmung halt jetzt auch absolut nichts schief gehen kann. Normalerweise würde ich sagen, mitten in der Zähmung nicht. Aber wir sind hier eben auf der Pflanzenfresserinsel. Und es besteht keine Gefahr, dass er aufwacht und es gibt keine Gefahr, dass er gefressen wird. Also hier würde ich sagen, ist es jetzt, glaube ich, mal nicht so schlimm, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit habe jetzt. Und ich bin heute auch schon spät dran, dass die Folge überhaupt noch vernünftig rauskommt. Desto länger die Folge ist, desto länger dauert auch der Upload und das Nachrendern. Ihr Lieben, deswegen kommen wir zum Ende der Folge. Na, ich bringe ihn dann auch schon mal nach Hause, dass wir in der nächsten Folge dann neu losziehen können. Am besten dann, ich würde sagen, als nächstes auf der Liste ein Frosch wäre super. Aber mal überlegen, wir müssen noch zu Hause nochmal gucken, wie wir das mit dem Gewächshaus machen. Da habe ich auch nochmal überlegt, da ein bisschen umgebaut, weil da, wo ich es zuerst geplant hatte, da passt es nicht ganz hin. Mal sehen, was wir nächste Folge machen. Lassen wir uns überraschen. Ich mich selber auch. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.